stehen die Pumper. Wenn du mal Probleme außerhalb hast, für einen Proteinriegel machen die alles. Das da sind die jungen Liberalen. Es gibt keinen Teil der Hausordnung, die nicht zu deinen Gunsten interpretieren können. Hier sind die Russen. Schwierigkeit mit der Bürokratie? Dann ist da deine Anlaufstelle für Unterschriften und Stempel. Da drüben sitzen die Nerds. Vor denen ist kein Schulserver sicher. Da sind gute Noten vorprogrammiert. Was macht das Pferd da drüben? Ja, wenn du mal Freigang hast, alle Busse ausfallen und gar kein Fahrrad zur Hand ist, dann sind die für dich da. Überfall! Oskar, zieh dir was an! Und der? Ja, er würde es abstreiten, aber das ist Maxim. Er sprang vor 30 Wochen mit 15 Schnitzeln aus dem Fenster der Mensa. Der wirkt doch ganz lieb. Ja, wir doch auch. Nice, du hast die Ware? Wie viel? Fünfer, Digga. Fünfer, Digga? Komm. Na, Ronny, wie läuft's? Alles okay? Könnte gar nicht besser klagen, Mann. Schön. Und du? Stehst neuerdings auf Frischlinge oder was? Ja, der ist jetzt bei uns im Jahrgang, also reiß dich zusammen. Ja. Ronny hier, der ist total vernetzt mit dem Hausmeister. Alles, was sie nicht haben, kann er dir besorgen. Wow, wow, wenn du das weiter so rumposaunst, dann wirst du... Schnell, Problem kriegen, Digga. Du kannst nicht meiner Fliege was antun, die mich völlig abnervt. Und du willst mir drohen? Ich hab schon ganz andere Typen fertig gemacht. Nichts kannst du, nur labern, labern, labern. Vorsicht, mein Freund. Du weißt ganz genau, dass ich die Pumpe am Rücken habe. Und du weißt ganz genau, dass die Russen die Lehrer geschmiert haben. Du kannst mir gar nichts. Jetzt seid mal ehrlich. Wie soll der Jahrgang des Abi schaffen? Sieh dich mal um. Geschwisterlichkeit. Und Solidarität.